So, hallo und auch willkommen zu einer neuen Folge von Ark Armageddon. Und ja, letztes Mal waren wir auf der Alpha-Jagd, ne, wo wir einige coole Alphas killen konnten. Unter anderem einen jungen Alpha-Raptor, einen Kano. Ja, der letzte Kano wollte sich dann leider nicht mehr töten lassen, aber ne, dafür konnte ich dann noch den Raptor erwischen, ne, wo ich mir dachte, okay, ich habe vielleicht nicht mehr genug Munition, aber noch 4 Headshots und er war tot. Es war tatsächlich relativ einfach, ne? Aber gut, Freunde, ne, ihr seht schon, wir sind jetzt auch schon Level, ja, 66, also eigentlich schon ein sehr gutes Level. Es fehlt jetzt noch ein bisschen was für die, ja, für, genau, die Turret zum Beispiel. Aber da muss man 67 sein. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und heute auch, dachte ich mir, Freunde, werden wir mal ein paar Rexit zähmen. Und zwar wisst ihr, oh, was haben wir denn hier? Ein Petri. Ist das ein feindlicher Petri? Oh ja. King Tobi 05 ist anscheinend gerade hier. Na, wobei, er ist offline, okay. Aber gut, King Tobi war hier, ja. Genau, und zwar dachte ich mir, wir haben ja letztes Mal einen Rex gezähmt, den wir dann auch Niemand killt meinen Rex genannt haben. Ja, der aktuell Level 69 ist. Und ich dachte mir aber, wir müssen vielleicht noch ein paar andere Rexe zähmen. Ich habe zwar noch, ja, noch 2 weitere Rexe gezähmt. Ne, den einen auf circa Level 100 und der andere war, glaube ich, 96. Also, die waren relativ gut. Der war jetzt natürlich kein heftiges PvP-Level, ne, keine Level 120, aber an sich schon gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Und ich dachte mir, auch die werden wir heute mal paaren und ein paar Baby-Rexe erschaffen. Wenn das Ganze denn so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Von daher werden wir jetzt einfach mal unsere Dinos hier, ja, hitchen. Ne? Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. So, ihr seht schon, der ist so tatsächlich auch schon hier Level Up wieder. Ne, werden den jetzt aber einfach erstmal auf Wandern setzen. Genauso auch wie bei dem Rex hier, ne? Wo ich glaube, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir vorher nochmal dem das Level Up auch geben. Ich würde einfach sagen, wir nehmen mal Leben, ne? So, weil der hat an sich sehr viel Leben, ne? Ich meine, die Rex Dame hat mehr, ja, Melee Damage. Ich glaube, die hat 260-70%, ne? Ich meine, klar, ist jetzt natürlich kein PvP-Wert, aber ist auf jeden Fall besser als gar nichts, würde ich sagen. Gerade so für den Anfang, ne? Das ist schon, das geht relativ schnell. Da warten wir erstmal ein bisschen. Und dann schauen wir auch mal, ob wir schon, genau, unsere, ja, Luft, wie heißt das, die Klimatisierungsanlage craften können. Okay, warum auch immer bleibt es hier gerade auf einmal bei 43% stehen, obwohl die eigentlich beide auf Wandern sein müssten. Ne? Also, oder okay, jetzt geht es weiter. Wir sind jetzt gerade bei 74%. Okay, das geht schon mal schnell. Und ich habe es auch gerade nachgeguckt, die Air Conditioners, ne? Die kann man tatsächlich schon ab Level 61 craften. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch das Engramm freischalten. Und dann können wir das nämlich auch benutzen, weil ich meine, es ist hier verdammt warm. Ich könnte mir vorstellen, ein bisschen zu warm für unsere Rexe. Aber gut. So, 90%, das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus. Und in 0,nix haben wir, genau, ein bisschen Dünger für unsere Pflanzen. Und ein Rex-Eye, da seht ihr es. So, und das sind wir jetzt mal gleich mit, ihr habt schon gleich gesehen, too hot. Es ist zu warm. Ich meine, wir könnten natürlich jetzt rausgehen und uns einfach diesen Spot suchen, der gerade genau zwischen Vulkan und Winterbiom liegt. Und ja, niemand killt meinen Rex, aber das Feuer tötet mich. So ungefähr läuft das hier in Ark. Okay, und wen haben wir denn hier? Das ist der liebe Killer Special. Wo kommt der auf einmal her? Hat er ein Geschenk für uns? Ein paar Steine und ein bisschen Fiber, danke. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen, auch dieser Partyhut. Ich meine, das sieht ziemlich cool aus. Okay, Killer Special, vielen Dank, dass du mich besucht hast. Und vielleicht sieht man sich bald wieder. Okay, so, komm schon, ja. Sorry. Okay. So, wir gehen dann mal weiter. Wir wollen ja auch, dass er wieder respawnen kann bei sich zu Hause, ne? Ich meine, was soll er bei uns? Okay. Ja, rest in peace, mein Freund. Ich meine, dein Petri werden wir natürlich am Leben lassen. Ich meine, er hat uns ja nichts getan, ne? Aber ich meine, der hat ja sowieso nichts im Inventar. Von daher, ha, ja, viel Spaß hier in der Lava. Genau, wir gehen jetzt aber wieder zurück nach Hause. Denn wir wollen ja einen, ja, Air Conditioner craften. Und dafür brauchen wir natürlich auch einen Fabricator. Da reicht unsere Schmiede leider nicht mehr. Aber den haben wir auch schon im zweiten Stockwerk. Genau, hier ist er, ne? Wobei, erster Stock, ne? Ich meine, das unten ist ja das Erdgeschoss. Und hier, was haben wir hier drin? Ne, ihr seht auch schon, wir können tatsächlich schon einen Conditioner craften. Ich meine, klar, wir haben jetzt den Fabricator hier. Wir haben aber leider noch keine Generatoren und vor allem noch keine Turrets. Denn für Turrets muss man tatsächlich Level 68 sein. Und naja, da fehlt uns noch ein bisschen, ne, noch ein Level circa, weil ich schon fast Level 67 bin. Aber gut, so, wollen wir mal schauen. Und zwar können wir jetzt tatsächlich schon... Okay, nee, uns fehlt noch was. Ach nee, wir müssen einfach nur den Generator anmachen. Aber uns fehlt trotzdem noch Metall, wie ihr hier sehen könnt, ne? Und zwar braucht man für diese Dinger sehr viel Metall. Und ich glaube,
Ich habe kaum noch Metall, weil ich jetzt auch in den letzten Tagen nicht mehr so viel gefarmt habe. Aber doch, hier haben wir noch ein bisschen was, ne? Oh, okay, wir haben theoretisch das hier noch. Und oder theoretisch, rein theoretisch könnten wir auch noch unser Metall nutzen, um eben das zu zerstören, wenn ihr wisst, was ich meine. Jetzt sind wir ein bisschen überladen. Okay, nehmen wir erstmal die 114 und tun das nach oben. So, dann können wir nachher den Rest nehmen. So, wobei das reicht eigentlich auch erstmal. Wir können jetzt mal schauen, wir machen erstmal den Generator an. Selbst wenn wir erstmal zwei Conditioner haben, ich meine, das könnte ja vielleicht auch schon reichen. Dann schaut das nicht, die zwei Conditioner. Ne, drei sogar, guck mal, das reicht doch eigentlich. So, ihr seht schon, das dauert eine Weile. Kriegen wir dadurch Erfahrung, ist die Frage. Und, wow, tatsächlich, sehr nice. Guck mal, jetzt fehlt uns nur noch ein Level bis zu den Turrets. Aber, wir brauchen auf jeden Fall auch noch Generatoren. So. Und ein Generator, das ist natürlich dann auch nicht so teuer. Den können wir aber nicht craften. Den müssen wir erst noch freischalten. So, das heißt, wir brauchen, glaube ich, echt noch ein bisschen Metall jetzt. Ja, wir haben nur kein Metall. Das ist das Problem. Von daher nehmen wir einfach jetzt hier die Wände. Wobei, die Wände sind ein bisschen schade. Wir nehmen einfach die Fenster hier, weil die brauchen wir eh nicht. So ungefähr. Oder aktuell nicht. Und ersetzen jetzt einfach die ganze Zeit Fenster. Das gibt uns nämlich zwar nicht viel Metall, aber ein wenig. Ich meine, es ist im Grunde schade, aber wir müssen einfach gerade recyceln. Wir brauchen das Metall, ne? So, es führt kein Weg dran vorbei. Und ich meine, wir haben 100 Metall gemacht, ne? Man muss eben seine Sachen wiederverwenden. Man kann es nicht einfach hier in eine Kiste lassen. So. Okay, dann müssen wir mal schauen. Und zwar elektrisch. Hier haben wir jetzt den Generator. Okay, wir hätten gar nicht so viel kaputt machen müssen, aber gut, wir brauchen noch ein bisschen Electronics. Mist. Und ich würde sagen, wir werden erstmal jetzt unsere Air-Conditioners aufstellen. Die kann man theoretisch auch in die Fenster reinsetzen, was eigentlich ziemlich cool ist. Das spart einem eben auch sehr, sehr viel Platz. Ne, einfach mal hier schön. Ne? Ich meine, da kann man nicht mal rausgucken, ist natürlich ein bisschen problematisch. Aber an sich ziemlich cool. So, dann haben wir jetzt natürlich noch unseren Generator. Uns fehlt aber tatsächlich jetzt das Outlet. Ne? Das haben wir jetzt noch nicht. Dafür brauchen wir tatsächlich noch Elektronik, was wir auch jetzt nicht mehr haben. Das ist das Problem. Müssen wir jetzt neu craften. Ist aber auch kein Problem. Das geht nämlich super schnell. Wir brauchen dafür einfach nur ein bisschen Perlen. Müssen wir auch hier irgendwo noch haben. Perfekt. Komm, ein bisschen Perlen haben wir hier noch. Dann können wir noch ein bisschen Elektronik craften. Und dann. Ja, es ist gerade ein bisschen vollgestellt. Wir müssen das noch mal ein bisschen umstellen, glaube ich. So, Elektronik. Da ist es, Leute. So, wie viel davon wir haben? Ich glaube 48, das reicht. Wir brauchen vielleicht, sagen wir 30, das reicht, so. Okay. So, und das nehmen wir mal mit. Genau, wo tun wir den jetzt am besten hin, ne? Nummer 7. Genau, wie platzieren wir den jetzt am besten? Ich glaube, so ist vielleicht gar nicht schlecht. Ja, so ist eigentlich ganz gut, glaube ich. Nehmen wir hier ein bisschen von dem, nehmen wir hier mal die Hälfte mit. Okay, so. Dann brauchen wir nur noch das Kabel, was wir auch schon craften sollten. Ne, eins reicht. So, dann ein Outlet. Ne, das funktioniert auch. Ja. Und das können wir dann theoretisch stoppen, ne? Also, Outlet. Kabel. So, das reicht dann nämlich auch. Hoffentlich reicht das, ne? Erstmal ausgehen. Guck mal, wir jetzt theoretisch noch einen weiteren Conditioner, den wir jetzt einfach mal am Ende platzieren. So, jetzt werden wir erstmal hier genau, zack, unser Outlet setzen, hoffen, dass es funktioniert. Und es funktioniert, Freunde. Wer hätte es gedacht? So, und hier ist noch unseren wunderschönen Air Conditioner. Und dann können wir jetzt hier einfach mal unser, ja, Rex-Eye reintun und hoffen, dass es funktioniert. Und ihr seht auch schon, es funktioniert, Freunde. Wunderbar. Da ist unser Rex-Eye. Das wird jetzt eine Weile dauern. Ne? Aber, ihr seht schon hier, unsere Air Conditioners, die worken richtig. Ich weiß auch gar nicht, hier hat man immer Platz für zwei Sachen. Ich weiß nicht, wofür genau das ist. Ne? Ihr seht schon hier 0 von 2. Was bedeutet das? Ne? Vielleicht kann man die ineinander setzen. Ich habe keine Ahnung. Aber, okay, genau. Wir sollten erstmal vielleicht den hier ausmachen. Ne? Aber ich denke mal, an sich ist es doch schon eigentlich ganz cool. Jetzt haben wir hier unseren, ja, unseren Zuchtraum, wo wir quasi unsere Eier dann großziehen können. Ne? Haben dann hier noch unseren Generator. Das heißt, wenn wir nachher noch Turrets haben, es fehlt noch ein Level, wie gesagt, ne? Dann können wir auch schon Turrets setzen, ne, auf unsere Hatchframes, ne, wo wir quasi auch schon die Pflanzen drauf haben. Ist einfach nur so eine Idee, aber ihr könnt natürlich auch schreiben, was ihr davon hält, ne, was ihr davon haltet. So, und da seht ihr auch schon, ne, hier ist das Feuer. Okay.
Na gut, dann werden wir jetzt einfach mal ein bisschen warten, bis das Eis schlüpft. In der Zwischenzeit, genau, hier könnte man theoretisch nochmal dann tauchen gehen. Wollen wir jetzt aber nicht. Wir gucken nochmal, ob jetzt hier noch andere Spieler uns gerade beobachten. So wie jetzt der liebe Killer-Tobi, der einfach seinen Petri hier geparkt hat. Warum auch immer. Na, aber seht schon, der ist offline. Ne, wir machen dem keinen Schaden. So, Arch. Genau, wir können dann theoretisch eigentlich die Zeit auch nutzen, um mal wieder ein bisschen Metall zu farmen, weil das brauchen wir jetzt wirklich sehr, sehr dringend. Ne? Weil wir haben noch kein Metall mehr. Ne? Und mit kein Metall meine ich wirklich gar kein Metall. So, wir haben nämlich gerade jetzt alles verbraucht für unsere Air Conditioners. Aber es geht hier zum Glück relativ schnell. Ne, man muss einfach hier, genau, ein bisschen mit dem Arch mal rumfliegen. Er haut dann das ganze Metall kurz und klein einfach in den Arch rein und dann nur noch schmelzen. Und ich glaube, fürs Schmelzen, das dauert halt nämlich auch so ziemlich lange, werden wir irgendwann auch nochmal eine Industrial Forge craften. Wobei das wahrscheinlich noch eine Weile, ja, ein bisschen sehr lange dauern wird. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Tribe-Member. Na gut, Freunde, dann gehen wir erstmal wieder zurück zu unserem Rex-Baby. Ich hoffe auch, das wären irgendwie Zwillinge oder Drillinge. Das wäre richtig cool. So, genau, wir sollten auch lieber unseren Anki nehmen. Fürs Metallfarmen. So, das müsste jetzt auch schon soweit sein. Und ihr seht auch schon, dort ist er. Und ich dachte mir jetzt auch tatsächlich, da wir kein Fleisch haben, außer das, was wir jetzt im Inventar haben, werden wir uns selbst opfern. Für die erste Mahlzeit, die unser Rex hier bekommt. Da seht ihr es, noch 8 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ja. Ein Baby Rex, schaut ihn euch an, Level 144 und den imprinten wir sofort. Dort ist er, Freunde. Ein Baby und dem dürft ihr jetzt natürlich auch einen Namen geben. Schaut ihn euch an. Ne, 5500 Leben, 255 Milli-Damage, das ist doch gar kein schlechter Wert, ne? Wow, nur dass er jetzt gerade hier ein bisschen zu viel wandert. Und die Frage ist natürlich auch, wie kriegen wir den jetzt hier raus? Werden sich wahrscheinlich einige von euch fragen. Aber das ist eigentlich gar kein Problem, denn wir brauchen einfach nur eine Wand zu zerstören, aufpassen, dass er nicht in die Lava reinfällt. Genau, wobei es ist gar nicht so einfach, den jetzt hier rauszukriegen. Da habt ihr recht, vielleicht hätten wir das doch lieber im Erdgeschoss machen sollen. Wir haben nämlich auch keine Kryokapseln, weil das gibt's hier nicht. Wir kriegen es auf jeden Fall irgendwie hin. Wir werden einfach die Wand zerstören und dann so eine Rampe runterbauen. So. Das sollte irgendwie schon klappen. Ne, mit so einer Rampe, das würde eigentlich klappen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir bauen einfach eine Rampe, obwohl es dann auch schwierig für die Feinde nachher. Wie macht man das am besten? Habt ihr eine Idee? Schreibt es in die Kommentare. Aber, wie wichtiger, schreibt den kleinen Rex einen Namen. Okay, genau, der will erstmal da bleiben. So, dann kriegst du aber schon mal erstmal eine kleine Mahlzeit, bevor du dann stirbst. Und wir werden dann auch nochmal sterben. Wir haben jetzt leider kein Organic Polymer, aber brauchen wir gar nicht. Wir brauchen einfach nur ein bisschen Feuer. Ne? Und das haben wir hier genug. Zum Beispiel hier. So, dann brennen wir ein bisschen, ne? Es geht einfach relativ schnell. Ein bisschen rumbrutzeln. So, das ist nämlich auch gleich gekocht vielleicht, wenn wir Glück haben. Guck mal, wir können schwimmen. Yay. Oh, okay. Wir sollten natürlich aufpassen, dass dann nachher unser Fleisch auch nicht verglüht. Und wir sind tot. Es ist ziemlich einfach. Ne, ihr seht schon hier. Ne, so muss das sein. Endlich sind wir gestorben. Und dieses Fleisch. Ne, ich meine, okay, wir hätten auch theoretisch einfach schnell mal eben unseren Argy nehmen können. Und was farmen können. Aber warum soll man sich das schwer machen? So, wo ist unsere Axt? Die hat, glaube ich, unser Argy. Der hat, glaube ich, noch eine Axt für uns. Perfekt. So. Genau, ich meine, so ist es ziemlich einfach. Und das kann man einfach so oft machen, wie man möchte, die neue Art Fleisch zu farmen. Was haben wir denn noch hier? Ein paar Skins? Nee, okay, das brauchen wir nicht. Aber gut. So, dann wollen wir wieder zurück zu unserem Baby Rex. Ne? Und wie gesagt, ne, dem dürft ihr jetzt einen kleinen Namen geben. Ne, schreibt in die Kommentare, wie unser Rex heißt. Ich meine, unser ein Rex, da heißt es schon, ja, niemand killt meinen Rex. Ich denke, dieses Baby hat einen cooleren Namen verdient. So, ihr seht schon, das geht relativ schnell. Das muss wirklich sehr viel essen. Wir wollen, ja, ich meine, wir müssen da jetzt farmen gehen. Da führt uns leider nichts drum rum. Aber gut, Freunde. Ansonsten war es auch wieder mit dieser Folge von, ja, Ark Armageddon. Wenn es euch wie immer gefallen hat, gebt dafür einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und mir auch sehr helfen. Ansonsten, ja, war es wieder mit dieser Folge. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.